Vielen, vielen Dank, danke sehr. Ich freue mich heute wirklich hier zu sein. Sehr schöne Veranstaltung, voller Laden, sehr, sehr geil. Bevor ich so ein bisschen was über mich erzähle, wollte ich so drei Dinge erzählen, die ich letztens im Internet gelesen habe, die mich schon ein bisschen verwirrt haben. Zum Beispiel stand da, in Daytona Beach, Florida, also USA, ist es gesetzlich verboten, Mülleimer sexuell zu belästigen. Was ist da passiert? Also ich meine, wer geht zu einem Mülleimer und denkt sich, oh, hallo, bist ja heute gar nicht schmutzig. Guckt sich so um. Was ist da passiert? Oder ihr habt es bestimmt mitbekommen, die deutsche Raumfahrt hat eine Raumsonde ins All geschickt mit dem Namen Rosetta. Rosetta. Ist dir nichts Besseres eingefallen? Ich meine, da sitzen so 500 kluge Köpfe an einem Tisch und überlegen, wir brauchen einen Namen. Und einer springt so auf, der ist doch Rosetta. Und dann kontrollieren das Ding auch aus Darmstadt. Mein wirklicher Favorit war ein Polizeibericht aus Spanien. Da haben sich 6 Schweizer einen Bulli gemietet, sind damit rumgefahren und haben in diesem Bulli dann eine Gangbang-Session gestartet. Die wurden dann von der Polizei angehalten und mussten 600 Euro Strafe zahlen. Die Polizei hat diese 600 Euro damit begründet, die 6 Schweizer waren nicht angeschnallt. Wie geil war diese Verkehrskontrolle? Ich wäre so gerne dabei gewesen. Hallo? Allgemeine Straßenverkehrskontrolle. Also dann auf Spanisch. Hola. Allgemeine Straßenverkehrskontrolle. Machen Sie mal den Bulli auf. Interessant. Nee, junge Frau, so geht das nicht. Sie dürfen diese 3 Penisse nicht in den Mund nehmen, wenn sie nicht angeschnallt sind. Safety first. Das war mein absoluter Favorit. Also, das fand ich echt klasse. Kennt ihr das auch, wenn ihr morgens eine zu kleine Unterhose erwischt? Ja, ein paar Leute kennen sie mal. Der ganze Tasche im Arsch so. Du läufst den ganzen Tag und ziehst und zupfst an deiner Unterhose und irgendwann klemmt das ja auch hin. Dann macht jeder diese eine Bewegung hier, diesen hier. Ich kann das auch mal von hinten zeigen. Ist euch mal aufgefallen, niemand sieht dabei sexy aus. Du kannst so geil gucken, wie du willst. Ich glaube, selbst so ein Model auf dem Catwalk kann das nicht besser. Was zu mir, ich bin deutsch. Ja, ich war auch überrascht. Sag ich deswegen, viele fragen mich immer, Tobias, bist du eigentlich Ausländer? Du siehst so ein bisschen aus wie so ein Türke. Das finde ich gar nicht. Ich habe letztens Kinderfotos von mir gesehen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sah aus wie so ein kleiner, glücklicher Asiate. Ich habe das jetzt einer Freundin erzählt, die meinte, Tobias, du siehst echt aus wie ein Asiate. Ich meinte, woran liegt das denn? Und sie so, vielleicht liegt das an einem kleinen Penis. Das lasse ich meistens unkommentiert. Zu meiner Geburt habe ich auch 5 Kilo gewogen. Ich werde jetzt nicht sagen, dass ich fett war. Ich sah schon aus wie der erste Entwurf von Michelin-Männchen. Nein, also ich war wirklich fett. Ich war so fett, dass die Ärzte bei meiner Geburt nicht wusste, ob sie es schafft, mich rauszuziehen, bevor ich sie reinziehe. Mit 6 habe ich dann auch meine erste Brille bekommen und die war wirklich hässlich. Die war wirklich richtig, richtig hässlich. Ich war die asiatische Ghetto-Version von Harry Potter. Ich bin vor 3 Jahren nach Paderborn gezogen und wollte nicht alleine wohnen, also habe ich mir eine WG gesucht.
und bin dann mit einer Frau zusammengezogen und wir haben dann auch schnell Regeln gemacht. Ne? Wir haben einen Putzplan gemacht, einen Abspülplan, wann wer morgens auf Toilette geht. Und ich hatte letztens so einen Tag frei gehabt, habt ihr das nicht gesagt? Und seid ihr schon mal nach einer Frau auf Toilette gegangen, die nicht wusste, dass nachher noch wer geht? Bis zu diesem Tag dachte ich, Frauen kacken Blütenblätter. Als ich in dieses Toiletten-Schernobyl reingekommen bin, erstmal die Verbindung zwischen meinen Augenbrauen weggeätzt. Die Fliesen lösten sich von der Wand. Und sie guckt mich so ganz herzlich an. Ich muss. Ich habe diesen Moment des Respekt empfunden. Weil ganz anders als ihr Frauen würden wir Männer uns für so WC-Fukushima richtig feiern. Der Nächste, der nach uns reinguckt, den gucken wir an. Ja. Ja. Das. Genau das. Ist von mir. Habe ich selbst gemacht. Ganz schnell mit meinem Freund gewettet, die Alte, machst du klar. Natürlich habe ich die Wette verloren. Stattdessen muss ich dann mitkriegen, wie sie einen Typ nach dem anderen abschleppt und unsere Wände sind dünn. Wirklich dünn. Alter, ich halte mir ein Kissen vor den Arsch, wenn ich furzen muss, weil ich Angst habe, dass sie das hört. Einen Tag saß ich so auf dem Sofa und hörte die ganze Zeit so. Alter, was ist das denn die ganze Zeit? Und irgendwann war das weg. Und dann hörtest du nur so ganz tief in der Stille. Nimm mich von hinten! Und ich dachte mir so, krass, was geht denn jetzt ab? Später kam sie so einen ganz engen Seidebademantel rein und ich dachte mir so, jetzt geht's bei mir weiter. Sagt sie so, Piers, können wir uns von dir eine DVD ausleihen? Wissen gar nicht, was wir machen sollen. Nein, wisst ihr nicht. Aber solche Situationen sind typisch für mich, die passieren mir andauernd. Zum Beispiel, ich war einkaufen gewesen und ich stand so am Regal und habe dann mitbekommen, wie so ein Typ neben mir auf einmal anfängt zu klauen. Ich dachte mir so, gut, was machst du jetzt? Sprich ihn an, gehst weiter. Ich habe mich dann dafür entschieden, ihn anzusprechen und bin zu ihm gesagt, so, hey Kollege, die Flasche Jackie, die musst du schmuggeln. Und er guckt mich an, das geht nicht. Warum? Ich bin keine 18. Okay. Mir passieren auch so Dinge, so, da frage ich mich so, Tobias, wie dumm bist du eigentlich? Weil mein bester Kumpel Justin, der hat sich ein Audi TT geliehen und der hat mich abgeholt und wir sind den ganzen Tag damit rumgefahren. Und ich war so mega begeistert davon, was für technischen Schnickschnack heutzutage in diesen Autos gibt. Und während wir dann durch Paderborn fahren, gucke ich mir so das Auto an und irgendwann bin ich auf so einen Knopf gekommen, da stand P. Und ich kann jetzt nur so ganz normale Handbremsen. Und fragst du Justin so, für was steht eigentlich das P? Und er meinte, drück da nicht auf ihn! Und er guckt mich an. Wirklich. Jetzt mal ernsthaft. Was glaubst du, für was P steht? Für Party? So, das ist, also meine Freunde machen schon echt viel so mit mir mit so. Also wirklich. Und jetzt muss ich mal fragen, habt ihr auch jemanden in eurem Freundeskreis, der immer eure Pickel ausdrücken will? Warum Applaus an dieser Stelle? Ja, ich! Bei mir ist es eine Freundin, die ist gelernte Kosmetikerin und Friseurin. Und jedes Mal, wenn ich da hinkomme zum Haare schneiden und einen Pickel habe, fleht sie mich an, den auszudrücken. Warum? Und wenn ich da bin, erzählt sie mir auch noch, es gibt sogar Leute, die extra zu ihr in den Laden kommen und wollen, dass sie ihnen den Pickel ausdrückt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner in den Laden geht und sagt, heute habe ich einen großen für dich. Und jedes Mal, wenn sie den ausdrückt, macht sie nach immer so ein voll enttäuschendes Bäh. Was hat sie erwartet, was da herauskommt? Konfetti? Vor allem frage ich mich, was passiert, wenn ein Mensch da mit Akne reinkommt? Fällt sie dann in Ohnmacht? Oder stirbt in Enttäuschung? Was ich mir bei der Autopsie sehr witzig vorstellen könnte. Woran ist sie gestorben? An Enttäuschung. Was war der Auslöser? Es gab kein Konfetti.
Ja, das ist echt. Also jeder von uns hat ja auch bestimmt so 3, 4 wirklich richtig gute Freunde, die für uns durchs Feuer gehen. Aber auch genauso wieder reinschmeißen. Meine Freunde sind ein echt krasses Beispiel dafür. Zum Beispiel auch Justin, wir haben letztes Wochenende zusammen rumgehangen und er meinte zu mir, Tobias, kann ich mich bei dir bei Facebook einloggen? Ich so, klar, ich bin auch angemeldet, meld mal bitte ab. Ja, mach ich. Jetzt denken 800 Leute, ich bin schwul. Wir bringen uns auch immer wirklich in richtig schwierige Situationen. Ich war mit Justin in einer Kneipe gewesen und wir waren trinken. Wir haben uns richtig abgeschossen. Und wir waren die Letzten in der Kneipe. Und als wir rausgehen wollten, standen so ein paar Biergläser an der Theke. Und jeder von uns hat ja mal bestimmt mal einen besoffenen Kopf ein paar Biergläser mitgehen lassen. Und Justin sagt zu mir, willst du ein paar Biergläser mitnehmen? Und ich so, ja klar. Auch nicht. Jetzt muss man dazu wissen, wir waren zusammen auf einer Hauptschule. Und jeder normale Mensch hätte vielleicht ein Glas mitgenommen. Ich habe alle mitgenommen. Wir sind dann rausgegangen und wer stand natürlich draußen? Der Barbesitzer. Der guckt uns beide an, Justin guckt mich an und sagt, ne, Tobias, du kannst die Biergläser doch nicht mitnehmen. Das kannst du doch nicht machen. Hat mich einfach in dieser Situation hängen gelassen. Und das hat er vor 3 Jahren richtig krass gemacht. Ich habe ihm versprochen, ihn zu einer Feier zu begleiten. Tag vorher waren wir saufen gewesen. Und mir ging es richtig schlecht wegen der Fahrt. Ich hatte einen super Kater. Und während wir dann dahin fahren, frage ich so, Justin, wie alt ist eigentlich deine Mutter? Und er meinte, 60, wieso? Boah, die ist schon geil für ihr Alter, oder? Mit Totenstille im Auto. Er so, Alter, das ist meine Mutter. Ich gucke ihn an, ey, es tut mir mega leid, er hat mich sofort dafür entschuldigt. 3, 4 Wochen später waren wir bei Justin zum Essen eingeladen. Alle saßen am Tisch. Und irgendwann springt Justin auf und meinte so, Mama, Mama, weißt du, was Tobi letztens gesagt hat? Und kennt ihr das, wenn ihr verzweifelt versucht, mit jemandem telepathisch Kontakt aufzunehmen? Du weißt nicht. Oh, doch. Er hat gesagt, das sieht noch verdammt geil aus für dein Alter. In diesem Moment dachte ich, ich bin tot. Ich habe schon gesehen, wie der Vater so die Messer am Schärfen war. Und die Mutter guckt mich an. Ja, wo er recht hat. Wollte ich euch noch eine kleine Story erzählen, die mir im Sommer passiert ist. Ich hatte einen Autounfall. Ja, danke sehr. Ich bin mit 5 km/h gegen einen Fahrradschneider gefahren. Rückwärts. Und ich bin bei diesem Aufprall so ganz komisch mit meinem Nacken in diese Kopflehne geknallt. Und das tat mega weh. Und am Tag wurde das nicht besser. Dann bin ich zum Arzt gegangen und der hat mich dann so abgetastet. Der meinte dann so, Herr Rentsch, wie ist das denn passiert? Ja, ich bin gegen den Fahrradschneider gefahren. Und er meinte so, oh, ist das Fahrrad denn noch heile? Ich bin mit dem Auto dagegen gefahren. Und er kommentiert das gar nicht, macht nur... Und meinte dann so, Herr Rentsch, ich finde absolut gar nichts. Sie müssen mal ins Krankenhaus das Röntgen lassen. Okay, habe ich das Röntgen lassen. Die haben dann auf einmal festgestellt, ich hätte mir 3 Halswirbel angebrochen. Und haben mich dann in so einen Helikopter gepackt und mir so eine Halskrause angelegt, die ungefähr so saß. Das Problem ist, so sieht man niemanden. Und ich musste jedes Mal, wenn ich jemanden anschauen wollte, so gucken. Also haben die mich mit diesem Helikopter in so eine Spezialklinik gepackt. Und dann lag ich so auf der Matte und dann sagt die Krankenschwester zu mir so, Herr Rentsch, Sie müssen sich unbedingt diese Aussicht angucken. Und ich lieg auf der Matte, ja, sollte ich. Und als ich im Krankenhaus angekommen, hat diese Halskrause nur Probleme gemacht. Zum Beispiel beim Pinkeln. Dann stand ich da so vorm Klo. Ja, stehen pinkeln kannst du jetzt nicht. So geht auch nicht. Pinkelst dir den Hals. Also bleibt nur die Option im Sitzen. Jetzt denken die Frauen, ja, das ist auch die richtige Option. Die Männer, Bro, ich verstehe dich. Und dann... Gott sei Dank kamen meine Freunde immer zu mir und haben mich besucht. Und ich dachte, wenigstens von denen bekomme ich Mitleid. Da haben die mich gesehen und die erste Reaktion war von denen... Nichts, gar nichts. Gott sei Dank kam dann nach 2 Tagen der Arzt zu mir und meinte so, Herr Rentsch, es tut mir leid, wir hatten ein Haar auf dem Röntgenbild. Sie haben sich keine 3 Halswirbel gebrochen. Und die Moral von dieser Geschichte ist... Hört niemals auf eure Freunde, wenn sie sagen,
Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück.